Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Train Valley 2. Ja, in den ersten beiden Folgen haben wir erstmal ja, ein bisschen gelernt, wie das funktioniert. Haben den Forstbetrieb und den Bauernhof komplett mit bei jeweils 5 Sternen geschafft. Und jetzt sind wir bei der Sandgrube angelangt. Und da schauen wir doch mal, was wir machen müssen. Schauen wir einfach mal rein und los geht's. So, Missionsbesprechung, die Sandgrube. Missionszeit 7 Minuten 30. Wäre schön, wenn wir das schaffen würden, wenn wir die 3 Sterne kriegen. Vermeide Zugunglücke und platziere nicht mehr als 35 Streckenteile. Alles klar, na, das wird ja lustig. So, wir haben diesen Bahnhof hier. Und der Bahnhof braucht einmal Ziegelstein und einmal Glas. Problem ist, wir müssen erstmal zu dem Sandbahnhof. Weil ohne Sand können wir kein Glas herstellen und ohne Sand können wir auch keine Ziegelsteine herstellen anscheinend. So, dann werden wir mal gucken. Strecken. So, so, so. Nein. Runter. So. Gut, wie viele Streckenteile haben wir denn jetzt benutzt? 14 von 35, okay, das ist noch okay. Und dann machen wir erstmal hier 2 Leute rein. Und ja gut, dann starten wir erstmal, würde ich sagen. Los geht's. Dann können wir gleich noch den zweiten Zug da reinschicken. So. Und genau, dann gehen wir erstmal zu Glas danach rüber. Halt. So. Und siebentausend kostet das. Okay, das haben wir noch nicht. Das kommt schon noch dann. So, jetzt warten wir mal kurz, bis wir da Sand voll haben. Also zweimal. Dann können wir die nämlich schon mal zum Glas hinschicken. So. Und dann fahren wir mit dem Zug auch los. Ich hoffe, das schafft der. Na gut, wir halten mal kurz an. Vorsichtshalber. So, das dürfte jetzt aber reichen. Danach können wir den Zug hier wieder loslegen, losschicken. Achso, der braucht ja auch noch Leute da. Kacke. Ich hätte jetzt gar nicht dran gedacht. So, den schicken wir mal los. So, dann können wir den auch gleich losschicken hier oben. Sehr schön. 15.000 brauchen wir, um den hier fertig zu machen. Alles klar. So, ich hoffe. Ja, das wird zusammenkrachen. Das machen wir mal lieber nicht. Wäre nicht so gesund, glaube ich. So, 3 Züge sind unterwegs. Den schicken wir jetzt los. Und da können wir schon mal das erste Glas dann runterschicken. Sehr gut. So, das schicken wir hier runter. Und dann schicken wir da auch wieder Arbeiter hin gleich. 6 Gläser brauchen wir ja. So, schicken wir erstmal nochmal hier das Glas runter. Dann können wir das hier kaufen. Wie viel haben wir denn jetzt zu Verbrauch? 23 noch. 12 können wir machen. Das war ganz schön enge. Wie mache ich denn das jetzt mit dem Ding hier? Okay.
Da muss ich mal kurz überlegen. So, da schicken wir erstmal Leute hin. Oh Gott. Obwohl, ich klappt das ja. So. Haben wir da jetzt 33? Ey, das ist aber ganz schön knapp, aber wir haben es dann so hinbekommen. Okay, das machen wir mal so. Dann schicken wir dort das Glas hin. Da haben wir noch genug Glas drin. Brauchen wir jetzt nur noch die zwei Leute, die da arbeiten. Da müssen wir dann auch noch Leute hinschicken und zu dem hier dann auch. Okay. Gut, das sollte machbar sein. Da schicken wir den Sand hin, sehr gut. Gleich nochmal Leute hinschicken, die gehen dann da hoch. Und noch einmal Leute schicken. So, das Glas ist dann fertig. Wir schicken schon mal hier welche hin. Das Glas kommt hier hin, das schicken wir auch los. Der würde dann da wieder rein. Oh, das wird eng, das wird eng. Ah, knapp. Oh, hohoho. Das war ja auf großem Fuß gelebt hier. Eieiei. Aber na gut, haben wir ja hingekriegt, gerade so. Oh. Die Ziege können wir schon mal losschicken. Da brauchen wir nur vier zum Glück. Heißt also, wir brauchen nur noch zweimal Sand. So, den Zug können wir losschicken. Dann haben wir es ja fast. So, da schicken wir nochmal Sand hin, vorsichtshalber, aber eigentlich brauchen wir das nicht mehr. Das dürften wir eigentlich schaffen. Schauen wir mal. So, eine Runde. Und zweite Runde. So, 6000. Zweimal Ziegel. Ja, das sieht doch super aus. Erledigt. Wunderbar. Alle Sterne bekommen. Na, so läuft's doch. Aber das war ganz schön knapp hier trotzdem mit den 34 Bauteilen oder Streckenteilen besser gesagt. Ein mehr, das hätte wahrscheinlich auch noch funktionieren können. Aber ja, so ist besser. So gefällt mir das eher. So, jetzt sind wir bei der Schlucht angekommen. Alles klar. Was ist eigentlich hier neben? Den Zug der Samurai. Alles klar. Hier der Lord. Die Züge können wir anscheinend freischalten, je mehr Sterne wir kriegen. 40 Sterne, dann würden wir den hier freischalten können. 25 Sterne, dann könnten wir den freischalten. Na gut, wir gucken mal. Machen wir mal die Schlucht. 9 Minuten 30. Zerstöre keine Streckenteile, zerstöre keine Objekte in einem Gesamtwert von insgesamt über 10.000 Dollar. Okay. Dann gucken wir mal. Also hier fangen wir an. Wir brauchen Getreide und Reifen und oh, hier ist noch ein zweiter Bahnhof, da brauchen wir brauchen Getreide und Reifen. Ja, Getreide brauchen wir hier und Kühe auch und hier brauchen wir Kühe und Reifen. Ich bin schon wieder so durch. Okay. Also, das erste ist, was wir brauchen, Getreide.
Da schicken wir die hier dorthin. So. Den würde ich dann da gleichzeitig hinschicken. Können wir ja mal machen. So. Zack, 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 zack. So. Dann machen wir das. Nee. Muss mal kurz gucken. Zerstöre keine Streckenteile. Zerstöre keine Objekte ins. Achso, okay. Also das ist jetzt nicht schlimm, wenn wir das machen. Dann hätten wir jetzt ja nur einen Tausender zerstört anstatt 10.000. Ja. Oder mehr als 10.000. So. Halte mal so. So. So, 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 so. Nee, das passt nicht. Es kostet schon 15.000, das ist schon zu viel. Okay, wir müssen erstmal die Züge da hinschicken. Erstmal zum Getreide und danach zur Rinderfarm noch. Hier unten müssen wir das dann auch noch irgendwie verbinden. Das wird noch lustig. Was ist denn da unten eigentlich? Das ist so eine Art Tunnel oder sowas. Aber wo führt denn der hin? Kann ja auch nicht irgendwie hoch oder so. Mit der Kamerasteuerung oder sowas. Nee. Man hat wirklich nur das hier. Also, ranzoomen kann man aber. Aber was ist denn das da? Ah, okay, da wird vielleicht noch ein Gleis fertig gebaut oder so. Keine Ahnung. Aber sieht auf jeden Fall kurios aus. Okay. Wir lassen es erstmal starten. Uns fehlt hier noch ein Gleis, sehe ich gerade. So. Damit wir auch noch Leute da zur Rinderfarm schicken können. Wäre auf jeden Fall wichtig. So. Schicken wir da auch noch Leute rein. Da sind ja schon zwei. Sind's vier. Schicken wir die schon mal zur Rinderfarm am besten. So, dann können wir die auch gleich zur Rinderfarm schicken. So, jetzt machen wir Pause kurz. Müssen wir erstmal hier Gleise legen. Wert von 4.000 haben wir zerstört. Okay, das ist noch okay, das geht noch. So, und da können wir jetzt. Nein! Halt, 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 halt. Rückwärtsgang. Falsche Richtung, Freundchen. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So. Hier können wir wieder abschicken. Hier können wir auch abschicken. Machen wir das so. Und den machen wir auch. Müssen wir hier noch Gleise legen. Weil wir brauchen ja auch noch Leute da oben drin. In der Reifenfabrik. So, Kühe. Das wird ja lustig. Nee, das passt so nicht. Nee. Ah, Kacke, okay, ich muss es nochmal neu machen. Das war nicht schön. Pause. So, okay. Nochmal von vorne.
Das sah nicht so gut aus. Wir machen erstmal so, so. So. Das sieht auch doof aus, warte mal. Geht denn hier anders? So, so, so. Perfekt, so. Besser. Und so, so. So. Machen wir erstmal das. So, dann schicken wir erstmal die Leute dahin. Machen wir mal im Schnelldurchgang ein bisschen. Schicken wir da nochmal und schicken wir da nochmal los. Sehr gut. So, dann. Einmal dahin. Einmal dahin. So. Und ich mache noch mal kurz Pause. Ja, obwohl, das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Wir schicken da schon mal Leute wieder hin. Ob zum Rinderhof. Sehr gut. Ja, wir brauchen erstmal auch das Geld dafür, ne? Müssen wir uns ja alles auch ranholen hier. So, nein, so nicht. So. Dann können wir das schon mal darüber schicken. So, hier schicken wir wieder Leute rein. Und die ersten Kühe können wir schon mal liefern. Wunderbar. So, da oben werden jetzt die Reifen erstmal hergestellt gleich. Da schicken wir gleich nochmal eine Runde Kautschuk hin. Die Kühe können wir auch abschicken. Dann schicken wir hier nochmal. So. Und so. Wunderbar. Dann haben wir erstmal hier die Strecken soweit erledigt. Müssen wir dahin nochmal? Ne, wir müssen dahin. Der muss dorthin. Dann gucken wir mal, dass wir von hier. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. So, das geht. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verplempert gerade. Wir brauchen die Leute da. Und zweimal Kühe brauchen wir noch. Okay, wir brauchen erstmal so. Die schicken wir. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. Der kommt nach oben. Den schicken wir nach da und so lang. Komm schon, beweg dich, Zug. Muss die Weiche gleich wieder stellen. So, jetzt kann der Zug. Dann haben wir das da nämlich schon mal erledigt. So, und der kann da die Reifen loslegen. Der macht das. Der braucht erstmal da die zwei Kühe. Da unten brauchen wir noch vier Kühe, genau. Wo sind der hin?
Halt und halt. Okay, der fährt erstmal kurz. So und umdrehen. Nein, bleib stehen, halt. Nervenaufreibend hier. So, ich dachte, der muss da noch Getreide hinliefern. Ne, der muss da Getreide hinliefern und die Kühe kommen da lang. Und dann die Reifen auch. So, jetzt haben wir es in die richtige Bahn gelegt. So, Reifen haben wir hier noch. Das ist schon mal ganz gut. Diese Ladung müssen wir dann noch abschicken und dann passt das. So, da müssen wir noch Leute hinschicken. Getreide haben wir. Jetzt brauchen wir da nur noch die Kühe. So, der Reifen kommt. Oder die zwei Reifen sind ja zwei, die wir noch kriegen da. Und dann müssen wir da nochmal zwei hinschicken. Zwei Züge. Einmal, also jeweils zwei Züge, einmal Personal und zweimal Getreidezüge. Zieht sich aber auch. So, da lang. So, Feuer frei. Feuer frei. Und der Zug kann dann auch gleich machen. So, hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Aber eigentlich sieht es ganz gut aus von der Zeit. Dürfte eigentlich machbar sein. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, das schicken wir so. Die Weichen sind richtig gestellt. Dann können wir ein bisschen Gas geben hier. Zack. Zwei Kühe. Und nochmal zwei Kühe, dann haben wir es. Nochmal ein bisschen Turbo geben. Ja, und hier haben wir die Aufgabe ja super gelöst. Innerhalb von 9 Minuten 30 geschafft. Alles abgeladen, was sein muss. Sehr schön. Und 69.000. Plus 6.000 haben wir 75.000 verdient. So macht man das. Ja. Mega Eisenbahn. Sehr schön. Haben wir die 5 Sterne auch geschafft. Wunderbar. Super. Ja, dann würde ich sagen, ist die Folge hier wieder zu Ende. Nächstes Mal kommt der Staudamm und der Garten dran. Da bin ich schon sehr gespannt, wie es dann aussieht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.